Bei bestem Winterwetter geht's am letzten Wettkampftag auf der Schönwalder Jugendschanze im Teamspringen nochmal ums Ganze. Bestens eingestellt zeigt sich im ersten Durchgang das Team Schwaben 1. Dicht gefolgt von der Mannschaft Inselberg 1 aus Thüringen und dem Team Vogtland Oberlausitz 1. Überhaupt hat der JTFO-Skisprungwettbewerb ein tolles Niveau, findet auch Wettkampfleiter und Olympiasieger Hans-Jörg Jäckle. Das sind alle mit Eifer dabei und ich glaube, die macht den Kindern macht's auch richtig Spaß. Die Leistungen sind sehr gut, also wir haben Sprünge weit über die 20-Meter-Marke und das ist schon mal für die Schanzengröße recht gut. Auch mit Telemark, mit Landung und so ist alles mit drin, also das Niveau ist ziemlich gut. Und damit das auch im zweiten Durchgang so bleibt, präpariert der Goldspringer von Lillehammer die Schanze gleich höchstpersönlich. Für das Team aus dem benachbarten Schwabenland offenbar ein gutes Omen, denn sie können ihre Führung auch im zweiten Durchgang behaupten. Und gemeinsam zu siegen ist doch gleich doppelt schön. Skispringen ist auch ein Teamsport und das ist einfach total cool, weil jeder Springer ist dann wie so ein Familienmitglied. Auch Familienmitglied Lars am Vortag im Einzel auf dem Silberrang hatte seinen Spaß, schaut aber auch gleich auf einen möglichen Wettkampfvorteil. Ja, heute war schönes Wetter und dann macht es halt auch sehr Spaß zu springen. Und wenn dann auch ein leichter Wind weht, von vorne trägt es auch schön. Und Hans-Jörg Jäckle? Auf seine Erfolge angesprochen, wiegelt der gebürtige Schonacher ganz bescheiden ab und stellt sich in Gänze in den Dienst der Nachwuchsarbeit. Und das macht mir Spaß, einfach hier tätig zu sein und dem Nachwuchs die Chance zu geben, auch sich aufzubauen, gut zu werden und so weiter, bis sie vielleicht auch mal bei der Olympiade starten. Und dann können die Schwarzwälder wieder voller Stolz sagen, die sind schon als Kinder hier gesprungen, auf der Jugendschanze in Schönwald.